Willkommen in der Technik-Videowelt. Ich bin Nina und ich habe euch heute die Huawei FreeBuds Studio mitgebracht. Ja, nach den Huawei FreeBuds 4i wollen wir jetzt einmal schauen, was sich denn hinter den FreeBuds Studio so verbirgt. Das schauen wir uns jetzt im Unboxing gemeinsam an. Viel Spaß! Genau, die Huawei FreeBuds Studio liegen jetzt hier in ihrer Verpackung bereit. Ihr seht schon, die Box im Verhältnis auch zu meiner Hand verhältnismäßig groß, gerade wenn man das natürlich mit Verpackungen von In-Ear-Kopfhörern vergleicht. In diesem Fall natürlich Over-Ear-Kopfhörer, die dann doch meistens einfach größer sind, mehr Platz wegnehmen und dementsprechend auch größer verpackt sind. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Hier vorne sehen wir einmal schon eine grobe Abbildung. Dann hier oben in goldener Schrift Huawei FreeBuds Studio. Dann sehen wir schon Noise Cancelling, High Resolution Audio und Awareness Mode. Wir sind natürlich gespannt, das dann auch zu testen. Wenn wir uns hier die weiteren Seiten anschauen, ist hier erstmal verpackungstechnisch nicht viel mehr zu finden. Hier unten finden wir dann noch ein paar Details zum Modell, um welche Kopfhörer es sich handelt, welche Farbe, in diesem Fall ist das bei uns schwarz, und eben noch ein paar weitere Informationen. Und auch auf der Rückseite sehen wir dann schon eine ganz kurze Beschreibung in unterschiedlichen Sprachen. Dann wollen wir das Ganze jetzt aber natürlich auch erstmal auspacken und uns die Kopfhörer in echt anschauen. Den Deckel könnt ihr nach oben abnehmen, wenn er ein bisschen hakt, einfach ein bisschen rütteln. Dann öffnet sich das Ganze auch und dann sehen wir, sind die Kopfhörer in diesem Case verpackt. Der Reißverschluss geht hier einmal ganz drumherum, ist so ein bisschen oval-rundlicher, das ganze Case. Auf jeden Fall macht es einen sehr stabilen Eindruck. Also man sollte meinen, dass die Kopfhörer da auf jeden Fall gut drin aufbewahrt sind. Legen wir das einmal kurz zur Seite und schauen uns erstmal an, was sich noch in der Box befindet. Genau, und schauen hier einmal rein. Hier finden wir dann einmal als erstes den Quick Start Guide, das ist natürlich immer praktisch, einfach so für die ersten Schritte. Könnt ihr hier auf jeden Fall das Wichtigste nachlesen, wie An- und Ausschalten, Pairing. Und es ist auch noch wichtig, denn ihr findet hier auch den entsprechenden QR-Code für die App, für die Huawei AI Live App. Mit der könnt ihr bei euren Kopfhörern auf jeden Fall auch eine ganze Menge machen und die für Einstellungen nutzen. Und deswegen schon mal wichtig, hier könnt ihr den QR-Code für die App auch finden. Ja, dann legen wir den Quick Start Guide auch mal zur Seite. Dann finden wir hier also noch die Safety Information und die Warranty Card, also alles zur Garantie. Genau, das können wir also jetzt einmal schon alles zur Seite legen. Und wollen uns dann natürlich jetzt anschauen, was sich in dem Case selbst befindet. Wir können also hier einmal den Reißverschluss rum zu einmal öffnen. Und das Ganze dann mal aufklappen und dann sehen wir schon, dass hier direkt die Kopfhörer einmal so rechts drin liegen. Nehmen das jetzt mal zur Seite und nehmen als erstes einmal die Kopfhörer selbst aus dem Case. Wie ich ja schon gesagt hatte, wir haben jetzt hier das Modell in Schwarz. Es gibt das Modell aber auch noch in Gold. Da könnt ihr euch also ganz nach Belieben entscheiden, wenn wir uns einmal überhaupt die Kopfhörer selbst angucken, rechts und links. Sie fühlen sich auf jeden Fall sehr hochwertig und angenehm an. Hier auch, das Ganze ist sehr weich, die Ohrteile super weich. Das stelle ich mir auf jeden Fall sehr angenehm dann am Kopf vor. Rechts und links lassen sich hier auch ganz einfach drehen. Hier außen sehen wir dann auch an der linken Seite einmal schon hier die Taste für das Noise Cancelling. Und auf der anderen Seite, da finden wir tatsächlich noch eine ganze Ecke mehr. Tastenmäßig sehen wir hier die Bluetooth-Taste, einen Power-Button und eben hier auch den USB-C-Anschluss. Und dann werden wir hier auch noch darauf hingewiesen, dass wir hier auf der rechten Ohrfläche sozusagen, Kopfhörerfläche, auch mit Touch-Gesten arbeiten können. Das schauen wir uns natürlich nochmal genauer an, aber genau, lauter, leiser, Anrufe annehmen oder auch eben Musiktitel vor oder zurück auswählen. Genau. Ja, zur Größenverstellbarkeit. Das Ganze seht ihr nicht in direkten festgelegten Stufen, sondern ich kann das Ganze hier einfach so rausziehen.
nach Belieben und auch wieder reinschieben. Muss man wahrscheinlich so ein bisschen Gefühl für kriegen. Den einen oder anderen stört es vielleicht ein bisschen, dass man es nicht ganz einfach feststellen kann an einer Stufe. Aber ich denke, wenn ihr das nach Belieben könnt, ihr das schieben und anpassen, dann ist das auf jeden Fall super einfach eingestellt. Ja, auch hier oben das Kopfteil hier wirklich gut gepolstert. Das sollte auf dem Kopf auf jeden Fall angenehm sein. Und ansonsten machen die erstmal einen super Eindruck, sind verhältnismäßig auch wirklich deutlich leichter als vergleichbare Modelle. Wiegen, glaube ich, nur um die ca. 260 Gramm. Das ist vom Tragekomfort natürlich auf jeden Fall auch ein Plus. Ja, was man noch sagen kann, zu Beginn haben sie knapp um die 300 Euro gekostet. Es kann gut sein, dass ihr die jetzt sogar auch schon günstiger finden könnt. Und Huawei verspricht eine Wiedergabedauer von 20 Stunden mit einer Ladung und bietet eben verschiedene Noise-Canceling-Möglichkeiten. Genau, die Kopfhörer legen wir jetzt hier also einmal wieder rein. Und ihr habt vielleicht schon gesehen, dass sich hier auch noch ein Fach versteckt, im Case selbst also. Was vielleicht auch noch mit so ein bisschen erklärt, warum das Case so groß ist. Ich meine, klar, wir können die Kopfhörer eben auch nicht zusammenklappen. Deswegen muss das Case so groß sein. Aber dann wurde hier der Platz gut genutzt, denn wir finden hier noch das entsprechende Ladekabel. Und zwar, genau, wie ihr es euch wahrscheinlich gedacht habt, einfach USB hier einmal zu USB-C. Das Ladekabel habt ihr also dann im Ladecase immer schon direkt mit parat und könnt eure Kopfhörer so jederzeit aufladen. Ja, das war es dann eigentlich auch schon zum ersten Unboxing. Wir sind natürlich gespannt, die Kopfhörer dann auch auszuprobieren und zu koppeln und eben die verschiedenen Einstellungen vorzunehmen. Das dann aber in weiteren Videos. So viel erstmal zum Unboxing der Huawei FreeBuds Studio. Ja, das war es auch schon mit dem Unboxing für die Huawei FreeBuds Studio. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr doch noch Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare und abonniert auch den Kanal, damit ihr immer mit dabei seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!